Hallo zusammen, hallo meine Lieben, ich habe ein bisschen Pause gebraucht, ihr seht hinten, vielleicht ist alles leer geräumt, ich kriege jetzt nach ca. 10 Jahren mal endlich eine Heizung hier in meinen Keller und dadurch habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht und konnte auch keine Videos machen. Jetzt wollte ich aber noch mal kurz die Bilder zeigen, die wo ich als letztes gemacht habe. Das war ja das mit dem Silikon. Ihr kennt die vorigen Videos, wenn nicht, ich kann sie euch nochmal oben verlinken. Ihr seht, man hat jetzt aber durch die, weil ich es tropfenweise reingemacht habe, hat man viel Silikonflecken. Ich hoffe, man kann es sehen. Und teilweise sogar wie so. Sogar wie so kleine Krater, weil es doch zu viel Silikon war. Da kann ich euch gleich was zeigen. Und das war das letzte Bild, ja. Das habe ich ja mit diesem Cell Creator und dem Bubble Booster gemacht. Da geht es. Und ich finde vor allem, ich hoffe, ihr könnt sehen, die kleinen Zellen sind ja richtig cool geworden. Da möchte ich jetzt noch ein größeres Bild machen mit diesem Cell Creator in der Swipe-Technik. Da hoffe ich, dass ihr auch wieder dabei seid. Vielleicht vorher noch mal einen kleinen Tipp hier durch die Ölflecken. Man kann Spülmittel nehmen, einen Tropfen Spülmittel, ein bisschen feucht machen und mit einem weichen Lappen. Ich nehme aber auch gern Isopropanol, also Alkohol, und nehme jetzt, weil es schnell gehen muss, einfach mal eine Zewa-Rolle. Zewa habe ich schon weg, also eine Küchenrolle auf gut Deutsch gesagt. Da kann ich euch das auch mal zeigen. Ich habe es jetzt ein bisschen nass gemacht und also wie gesagt, ihr könnt da ruhig reiben, da passiert eigentlich nicht so viel. Ihr müsst nur mal an die Kanten aufpassen, dass ihr an die Kanten nicht so arg reibt, weil da kann sein, dass es doch mit abreibt. Ihr seht eigentlich auch hier, bleibt nichts hängen. Jetzt gerade dafür gedacht, um die Silikonflecken wegzubekommen, wenn ihr natürlich auch einen Schlusslack drauf machen möchtet. Und da ja Acryllack recht oder Acrylfarbe recht stabil ist, muss ich sagen, so, beziehungsweise einen wasserfesten Film bildet, passiert eigentlich auch nicht viel. Ihr seht, ich bin da ein bisschen rabiat unterwegs. So, jetzt trocknen wir das. So, ihr seht, es ist befreit, es glänzt natürlich ein bisschen noch, aber so ist gut. Okay, das mal als kleiner Tipp noch, wie ich das auch immer mache. Wir fangen an. Also bis gleich. Tada! Was ich noch vergessen habe zu sagen, und zwar, ich mische das Bild wieder mit Wodka an. Das ist so mein Rest jetzt, was ich übrig habe. Borisov heißt der Wodka, ein ganz billiger beim Penny. Prost, der letzte Schluck. Okay, besser in die Farbe. Ich werde wieder mit dem Cell Creator und mit dem Bubble Booster machen. Ich habe mir aber überlegt, so ist es zu langweilig für mich. Ich möchte, in eine Farbe mache ich den Cell Creator rein und ich würde sagen in dieses Nappless Yellow Red und mache in das Blau, das Cyanblau, mache ich den Bubble Booster rein. Nur für euch nochmal zur Info, bevor wir anfangen, dann würde ich einfach sagen, wir starten. Der Keilrahmen ist dann 40 auf 50 cm, also etwas größer. Und dann war es das. Also bis gleich. So, Freunde. Was haben wir hier? Bubble Booster, Cell Creator. Ich mache jetzt hier mal 3 Tropfen rein, das reicht. 1, 2, 3. Mit den Pipetten kann man das wirklich gut dosieren.
Dann der Bubble, ein Booster. Und das Cyan, machen wir auch 3 Tropfen rein. 1, 3. So. Etwas umrühren, damit es sich verteilt. Ich habe jetzt hier nicht so viel Farbe genommen, müsste aber von der Fläche her ausreichen, 4 Becher. Ich habe hier nur 2 Becher, wird wahrscheinlich, obwohl wir einen Zweig machen, trotzdem vielleicht auch einen Flip Cup machen. Ich denke mal, das machen wir jetzt gleich mal am Anfang. So, ich habe es ja gesagt, weiß, Cyanblau, Türkisgrün und dieses Snapless Yellow Red. Okay. Fällt mir noch ein bisschen weiß, aber das kommt. Komm, ich lass mal laufen, damit es schöne Mischung gibt. Und da seht ihr schon, wie die Bläschen aufgehen. Groovy. Die, wo mich kennen, wissen ja, ich swipe nicht nur, sondern lasse dann auch ein bisschen laufen. Das wird dann schon. Braucht ihr keine Angst haben. Okay. Denk mal, wir fangen an. Eine Küchenrolle, um das wieder abzuwischen. Nehmen wir meine große Spachtel und jetzt schauen wir mal. Was wir da rausbekommen. Da fehlt mir auch wieder weiß. Heide Bimbam. So, das war der erste Schritt. Flubbidi-wupp. Weil hier habe ich kaum von diesem Naples Yellow. Deswegen mache ich da ein bisschen mehr rein. So. Durch das Übereinanderschieben von den Farben kommen natürlich dann super Effekte nachher raus. Jetzt nehme ich aber noch den Rest. Dann nehme ich da viel Weiß. Ihr wisst ja, ich bin experimentierfreudig. Nein, hier haben wir ja diesen Bubble Booster drin.
und Blau im Zyan. Ich schaue jetzt nur, dass ich die Farbe alles fertig kriege. So. Ja, da kommt es jetzt nicht auf das Dirty Pouring an oder Flip Cup. So. Ich schaue halt jetzt, dass ich irgendwie auch an die Kanten komme. Mit den Farben. Dann können wir nämlich eigentlich auch schon mal ein bisschen laufen lassen. So, ich bin soweit im Bild. Ich muss jetzt gerade mal auf die andere Seite laufen lassen. Jetzt lass uns mal wieder zurücklaufen. Was sich hier bemerkbar macht, ist ziemlich viel mal von diesem Grün. Magenta wollte ich gerade sagen, warum Magenta? Naja. So. Also ihr seht aber, es ist wieder so eine Mischtechnik. Swipen, laufen lassen, Dirty Pouring und so weiter. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal alle Kanten voll soweit, denke ich mal. Nur Ecke noch nicht. Und jetzt kommt da im Prinzip dieses Feintuning wieder. Wo ich noch ein bisschen Farbe raushol, weil einfach hier zu wenig weiß ist. Man ja da noch ein bisschen spielen kann. So. Das gleiche machen wir hier auch. Versucht das immer wieder zusammen zu bekommen dann. So, jetzt so ein bisschen laufen lassen, einfach damit es sich ein bisschen verteilt und nicht so geradlinig aussieht. So, und dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt, was uns, ich würde mal sagen, der Brenner hervorbringt. Na, also diesmal kein Heißluftföhn, weil ich möchte es nur stellenweise erhitzen, weil es dann schon wieder alles voller Zellen ist.
Okay. Ich würde sagen, mir fehlt ein bisschen Weiß hier in manchen Stellen. Aber möchte da jetzt auch nicht mehr so viel machen. Weil ihr seht schon, wie es kommt. Hier in dem Blau noch. Da haben wir noch frei. Okay. Ist jetzt mal kein Meisterwerk, aber es ist einfach zu zeigen, wie auch dieser Cell Creator mit dem Swipe reagiert. Ihr könnt natürlich dann auch, bevor ihr swipet, die Zellen hervorbringen und dann erst swipen. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Gut, ich lasse jetzt mal für 10 Minuten einwirken. Und dann sehen wir das Ergebnis von daheim. Dann zeige ich es euch von daheim. Ja, dann bis gleich. Und so, meine Lieben, ich bin zurück. Ich hoffe, ihr habt nicht so einen einfachen Swipe erwartet, von links nach rechts. Aber wenn ihr das wünscht, kann ich das gern auch mal machen. Dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Gut, jetzt schauen wir es uns mal von daheim an. Fahre hier einfach mal gerade so rüber. Also ihr seht, es ist jetzt alles etwas bleich, also ziemlich hell, auch von den Farben her. Aber ihr wisst ja, wenn die Farben dann trocken sind und dieser Vinylkleber, mit dem ich das ja angemischt habe, trocken ist, kommen die Farben wieder dunkler und stärker, kräftiger heraus. So, hier seht ihr, haben wir kleine, muss ich mal hingucken, kleine Silikon bzw. von diesem Bubble Booster und Cell Creator, kleine Löcher, kann man aber gut wegbekommen. So, also wen es auch interessiert, getrocknete Bilder zeige ich in der Regel dann auch auf meinem Facebook und Instagram. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Das ist cool. Okay. Jetzt haben wir nämlich hier den blauen Bereich, wo ich eigentlich auch richtig cool finde. So. Und ihr seht halt auch diese kleinen Zellen teilweise, die sind dann von diesem Bubble Booster. Aber es ist wirklich besser, ihr mischt es zusammen, also diesen Bubble Booster und diesen Cell Creator gleich zusammen mischen. Je nachdem, wie viel ihr möchtet. Die Mischung müsst ihr selber herausfinden. Ich sag mal immer 2/3 Cell Creator und 1/3 Bubble Booster. Da fahrt ihr am Anfang am besten. Dann habt ihr nämlich solche kleine Zellen, hier zum Beispiel. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und ich wünsche euch was, bedanke mich fürs Zuschauen, bis dann, tschüss. Hallo, ich bin's nochmal. Ich wäre nicht der Helsing, wenn ich nicht nochmal was probieren würde. Weil ich finde, mir ist das zu normal, zu langweilig. Und dadurch wollte ich noch was ausprobieren. Ich swipe da nochmal drüber. Dann könnt ihr vielleicht auch mal sehen, dass das geht. Aber das ist mir so, ja, zu langweilig. Wir verteilen natürlich jetzt die Farbe. Und es gibt ein Mischmasch aus vielen Farben. Aber that's crazy.
es einfach nicht. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Ist alles. Das passiert, wenn man wenig Zeit hat. Euch geht es bestimmt ab und zu auch mal so, dass er einfach Bild nicht so gefällt, wie es sein soll. Und dann mache ich das jetzt einfach so. Ziehe da alles drüber. Pass auf, jetzt machen wir eins. Ich habe natürlich die Handschuhe jetzt schon aus. Ist egal. Ich erhitze es mal kurz. So. Und jetzt lassen wir es mal laufen nochmal. Habe ich da voll eine Fliege im Haar gehabt oder was? Jetzt geht es mir nur darum, dass man es gleichmäßig verteilt, die Farbe nochmal. Seht vielleicht hier die Welle, was da runterkommt. Und gleichzeitig ziehe ich natürlich auch die Zellen ein bisschen auseinander. Der ein oder andere sagt wahrscheinlich, ja, hättest du nur gelassen, wie es ist. So, jetzt machen wir das mal hier, dass ihr es vielleicht auch besser sehen könnt. Und jetzt müssen wir noch diese Seite wieder zubekommen. Ihr seht, hier ist alles noch offen. Ich hoffe, es blendet nicht. Ich kann es leider nicht gerade sehen. Ja, so passiert es halt ab und zu mal. So, jetzt muss ich diese Seite noch zubekommen. Die Ecke da zumindest. Na komm schon. So bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, was? Nee. Ich sehe schon gar nicht mehr, ob es läuft oder nicht. Okay, will nicht ganz, mache ich dich eben so zu. Okay. Dann mache ich ein schön marmoriertes Bild. Aber wie gesagt, wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich das Bild auch nicht so. Kann das soll jetzt sein, es ist alles verschmiert, aber jetzt mache ich eins, werde ich kurz mit dem Heißluftföhn drüber gehen und schauen wir, ob wir dann sowas zaubern können. So, das reicht schon.
dieser Ecke passiert nichts. Okay. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, also doch besser mischen, direkt und dann reinmachen. Aber es kommt, es kommt, es kommt. Lass nur mal kurz einwirken, komm gleich wieder zurück. So. Ich glaube, bei dem Bild ist ganz wichtig, dass wir uns das mal getrocknet anschauen, weil dann sieht man erst die richtigen Kontraste. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem mal von daheim. So sieht es halt aus, wenn es nicht ganz funktioniert, wie es sein sollte. Aber gut. Ja. Immer mal schauen mit der neuen Kamera. Ich habe es noch nicht ganz im Griff, dass ich euch alles so zeigen kann. Hier ist ein bisschen ruhiger das Bild. Diese Zellenbildung wollte ich ja eher zeigen. Hier. Okay. Und mal hier in der Mitte. Ja, da mal ein bisschen Licht. Das ist auch cool. Diese Linie hier. Ihr seht natürlich hier, wenn man von der Seite schaut, diese Löcher. Also wie beim Silikon im Prinzip auch. Aber wie gesagt, keine Panik, dass wenn es trocknet, trocknet das ja ebenerdig ab. Also sieht man dann gar nichts mehr. Das ist richtig cool. Cool. Hier hinten ist wieder ein bisschen ruhiger. Okay. Da haben wir eine schöne Zellteilung. Okay Leute, kann nicht immer klappen. Dadurch habe ich einen zweiten Anlauf genommen. Ich bin gespannt, wenn es trocken ist. Ich zeige es euch mal. Dann sehen wir einfach auch besser die Kontraste, weil wie gesagt jetzt alles etwas bleich ist. Und dann war es das nochmal von mir. Dann wünsche ich euch nochmal was. Und hoffe, dass ihr nochmal nächstes Mal wieder dabei seid. Okay, bis dann. Macht's gut. Tschüss.